Das erste Gebot der Trading-Bibel lautet, du sollst nicht gegen die Fed kämpfen. Aber genau das passiert derzeit, passiert in den letzten Tagen. Die Märkte steigen gegen den Willen der Fed. Und das ist nicht gerade eine Situation, in der ich mich als Bulle auf diesem Niveau besonders wohlfühlen würde. Denn die Fed-Mitglieder haben mehrfach klar gesagt, dieser Anstieg, der passt uns nicht, der läuft gegen unser Konzept, denn was will die Fed? Sie will die Financial Conditions strafen, damit das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zugunsten des Angebots ein bisschen sich verschiebt, sodass die Inflation runterkommt. Die Inflation ist zu hoch, das haben Fed-Mitglieder mehrfach gesagt. Und auch wenn diese Inflation einen Peak erreicht haben sollte, es dürfte nicht ganz schnell nach unten gehen. Dementsprechend wird die Fed weiter die Zinsen in einen wahrscheinlichen Abschwung der US-Wirtschaft anheben. Und das ist eine schlechte Kombination aus meiner Sicht. Zunächst mal für die Aktienmärkte, auch wenn wir natürlich jetzt eine imposante Rallye gesehen haben, die die Märkte in den letzten Tagen nach oben getrieben hat. Jetzt also wieder ein neuer Videoausblick. Mal eine kurze Bestandsaufnahme, was eigentlich derzeit am Markt der Fall ist. Wir haben Zugewinne gesehen. Herzlich willkommen übrigens nach 14 Tagen Abwesenheit. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, bedanke mich für all die vielen Zuschriften und Kommentare, die ich bekommen habe. Jetzt in alter Frische wieder hier in Richtung Märkte unterwegs. Schauen wir uns die Dinge gemeinsam an. Wir sehen, dass die globalen Aktienmärkte trotz starker US-Arbeitsmarktdaten zulegen konnten, nochmal um 400 Milliarden Dollar. Und im Vorfeld dieser Aktien, dieser Arbeitsmarktdaten war ja die Rede davon, naja, je stärker die sind, umso schlechter ist es für die Aktienmärkte. Und sie waren sehr, sehr stark, zumindest nach außen hin sehr, sehr stark. Märkte haben dann ziemlich verschnupft reagiert auf die deutlich höhere Zahl, aber haben sich dann wieder erholen können. Der Markt will irgendwie nach oben, hat man das Gefühl, aber sollte er sich da vielleicht nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnen? Wer zu weit nach oben will, der kann dann auch tief fallen. Wir werden sehen, ob das der Fall ist. Aber wir sehen hier zum Beispiel die Aktien im S&P 500, die über ihrer 50-Tage-Linie sind. Das sind jetzt fast 80%. Das ist ein sehr, sehr hoher Stand. Und hier sehen wir in dieser Grafik, dass das normalerweise ein ganz gutes Zeichen für die Aktienmärkte ist, dass wir also eine gewisse Marktbreite haben, dass es nicht die wenigen sind, die wenigen Dickfische an den Märkten, die wenigen großen, marktschweren Aktien, die die Indizes nach oben treiben, sondern das ist eine relativ breit gefächerte Rallye, die wir hier sehen. Aber jetzt sehen wir hier mal zum Beispiel der Story Count über der neue Bullenmarkt, also wo jetzt schon wieder in Artikeln von einem Bullenmarkt die Rede ist. Und wir sehen, das ist sehr, sehr stark nach oben geschossen. Es greift also ein sehr starker Optimismus jetzt wieder um sich. Wir haben das Schlimmste hinter uns, so heißt es. Wir sehen etwa, dass die Stimmung unter den US-Privatanlegern sich deutlich aufgehellt hat. Die ist nach wie vor nicht wirklich bullisch, aber sie ist eben weit entfernt von den Ständen, die wir noch vor einigen Wochen gesehen haben. Als ein Pessimismus im Juni der Fall war, der geradezu kontraindikatorisch war, als die Parameter dermaßen ausgebombt waren, nicht nur bei der Stimmung, sondern auch charttechnische Indikatoren, das alles nach einer Rallye geschrien hat, auch wenn man sie sich dann in diesem Moment kaum vorstellen kann, aber sie kam. Wir sehen also jetzt deutliche Zugewinne und jetzt eben wieder deutlich mehr Optimismus. Und das alles, wie gesagt, gegen den Willen der Fed. Daly, die an sich ja eigentlich eher im dovischen Camp der Fed unterwegs ist, hat jetzt nochmal gesagt, we are far from done yet, was die Bekämpfung der Inflation betrifft. Also eine klare Ansage, wir haben nicht fertig, wir machen weiter, denn die Inflation ist weiterhin zu hoch. So die Aussage der San Francisco Fed-Chefin. Und noch krasser hat es Bowman gesagt, auch von der Fed, Michelle Bowman, die gesagt hat, ja, ich habe bei der letzten Sitzung ganz deutlich einen 0,75er-Schritt hier unterstützt und ich denke, ein ähnlicher Schritt sollte jetzt auch bei der nächsten Sitzung im September auf dem Tisch sein. Und wir sehen diese Differenz zwischen dem Nasdaq, der immer weiter gestiegen ist, und den Rate Hike Expectations, hier ein inverser Chart, je weiter das also nach unten geht, umso größer
die Erwartungen für Zinsanhebungen. Also wir sehen, der Markt denkt sich, naja, die Fed wird dann schon bald die Zinsen senken müssen. Das wird sie auch wahrscheinlich irgendwann tun müssen. Die Frage ist nur eben das Timing. Nach meiner Auffassung sind die Märkte jetzt ein bisschen zu weit gelaufen, ein bisschen zu optimistisch. Ja, die Inflation wird jetzt nicht mehr neue Rekorde wahrscheinlich erreichen. Wir haben ja am Mittwoch die so wichtigen CPI-Daten. Aber es wird eben auch jetzt nicht super schnell nach unten gehen, was da dazu führen dürfte, dass die Fed eben mit ihrem Zinsanhebungszyklus weitermachen wird. Und das dürfte die Märkte dann in Kombination mit der Bilanzreduzierung im September nochmal unter Druck bringen. Schauen wir uns an, was etwa die Fed selber gesagt hat, was Jerome Powell gesagt hat. Einer der maßgeblichen Gründe für diese Rallye, da hatte Powell angedeutet, naja, wir sind data-dependent, wir schauen uns die Daten an und es könnte sein, dass wir irgendwann vielleicht auch wieder die Zinsen senken müssen. Das haben die Märkte sehr stark zu ihren Gunsten interpretiert. Und jetzt versucht man angesichts solcher Aussagen von Powell, die so ein bisschen semi-offiziell waren, hier durch offizielle Äußerungen von Fed-Mitgliedern, wie wir sie gerade gesehen haben, Daily, Bowman, zuletzt dann auch andere Mitglieder der Fed, die sich so geäußert haben. Also man redet sehr viel, obwohl man vorher gesagt hatte, man will gar nicht mehr so viel reden. Aber es zeigt, dass die Fed offenkundig das Bedürfnis hat, den Anstieg der Märkte zu bremsen, denn so würden sich die Financial Conditions weiter lockern. Das würde dazu führen, dass die Leute wieder etwa mehr Geld in ihren Depots liegen haben. Die Aktien steigen und steigen. Dadurch können die Leute wieder mehr konsumieren. Dadurch wird die Nachfrage stärker, dadurch eben dieser Druck in Richtung Inflation. Genau das will die Fed nicht. Deswegen ist dieser Anstieg der Aktienmärkte letztendlich gegen die Fed. Und das ist kein gesundes Zeichen. Wie gesagt, das erste Gebot der Trading Bibel lautet, du sollst nicht gegen die Fed kämpfen. Das war in Zeiten richtig, als die Märkte nur gestiegen sind. Das ist jetzt auch in Zeiten leider richtig, in denen die Märkte nicht mehr so eindeutig steigen. Hier sehen wir mal die Fed Fund Futures für den September 2022. Da haben wir jetzt praktisch eine Wahrscheinlichkeit von um und bei 70%, dass die Fed dann Mitte September bei der nächsten Fed-Sitzung die Zinsen um 0,75% wieder anheben wird. Und dann sind wir schon mal bei 3 bis 3,25% der offizieller Zinssatz. Und das beginnt dann langsam wirklich weh zu tun. Das entzieht Liquidität, Geld wird teurer. Wir haben eine 30% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed in Anführungszeichen nur 0,5% anhebt. Also da ist einiges in der Mache. Schauen wir uns nochmal die Arbeitsmarktdaten vom letzten Freitag an. Die waren ja viel, viel besser als erwartet. Aber wenn man sich die Daten mal genauer anschaut, dann sieht man, es sind eben viele Zweitjobs, die da neu geschaffen wurden. Die Leute müssen wieder arbeiten, weil die Inflation so hoch ist. Das heißt, der Lebensstandard will gehalten werden. Angesichts gestiegener Preise ist das teilweise nicht möglich. Also arbeiten die Leute mehr. Das ist ein wesentlicher Treiber hier für diese starken US-Arbeitsmarktdaten. Aber was vor allem für die Fed wirklich entscheidend ist, dass die Löhne deutlicher gestiegen sind als erwartet. Da wurde der Juni deutlich nach oben revidiert und das ist in der Kombination doch relativ giftig. Also wir sehen, dass nach wie vor die Löhne steigen. Wir sehen, dass eben auch diese Komponente Homeowners Equivalent Rent ein großes schwarzes Loch ist. Hier dürfte weiter Druck ausgeübt werden auf die Inflation. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Benzinpreise gefallen sind. Wir sehen, dass etwa Frachtkosten deutlich gefallen sind. Also es wird dann durchaus spannend, wie diese Daten am Mittwoch ausfallen. Aber wie gesagt, die Fed will jetzt Monat für Monat erstmal sehen, dass die Inflation deutlich zurückkommt. Und davon gehe ich nicht aus, auch wenn die Inflation eben nicht mehr steigen dürfte. Dadurch dürfte die Fed eben in dieser Alarmstimmung bleiben, um die Inflation zu bekämpfen. Wir sehen jetzt übrigens bei der Arbeitslosigkeit mit 3,5%. Das ist so ein Niveau, das meistens kurz vor einer Rezession erreicht wird. Der Arbeitsmarkt ist ja ein Lagging Indicator, ein nachlaufender Indikator, der sehr spät reagiert. Und dementsprechend sehen wir das Beste meistens kurz vor dem Start einer Rezession, ist das diesmal auch, zumal wir eben jetzt eine so hohe Inflation haben von über 9%, für die Mittwochdaten dann 8,6% erwartet bei der Inflation. Und das zeigt auch nochmal das Problem, das die Amerikaner haben. Sie müssen sich immer stärker verschulden, um eben diese gestiegenen Kosten überhaupt schultern zu können. Jetzt sehen wir die Haushalte in den USA 16,2 Billionen Schulden, Credit Card Spending.
spending swell, also die Leute versuchen mit ihrer Kreditkarte die steigenden Kosten auf Pump auszugleichen und die Delinquencies creep up, also wir sehen, dass die Zahlungsausfälle jetzt auch langsam zunehmen. All das deutet schon hin auf eine Rezession, aber die wird kommen, das ist keine Frage. Vielleicht ist sie ja schon da. Wir haben ja das zweite Quartal jetzt auch negativ gesehen. Also wir haben zwei negative Quartale. Das darf natürlich nicht eine Rezession genannt werden, meine Damen und Herren. Gell, Rezession ist dann, wenn sie politisch irgendwie gewollt ist. Und das kann Joe Biden derzeit nicht wollen vor den US-Zwischenwahlen. Also wir sehen, dass trotz dieser deutlichen Anzeichen für eine Rezession eben die Rate Hike Expectations ganz eindeutig nach oben zeigen. Wir werden dann erst eine verspätete Reaktion der Fed sehen, die dann eben auf diese Rezession reagiert. Dann ist wahrscheinlich der Punkt, auch wirklich da long zu gehen oder auf steigende Aktienmärkte zu spekulieren. Hier sehen wir nochmal die Consumer Credit. Wir sehen also, dass die Amerikaner ihre Verschuldung rauffahren müssen, um den Lebensstandard zu halten, während gleichzeitig das Sparvolumen, die Personal Savings, jetzt so niedrig sind wie seit 2014 nicht mehr. Also es geht an die Substanz. Das, wie gesagt, erklärt dann wiederum die besseren US-Arbeitsmarktdaten ein Stück weit. Aber es hilft nichts. Die Fed schaut sich eben diese Daten an, hat gesagt, wir machen keine Forward Guidance mehr, also geben praktisch keine Richtung mehr bekannt, sondern reagieren eben auf die Daten. Und das heißt für mich, dass wir erhöhte Volatilität sehen. Wir haben bisher jetzt eben gesehen, dass die Volatilität vor allem gefallen ist, wenn man jetzt mal den VIX nimmt, also das Volatilitätsbarometer. Hier sehen wir mal den S&P 500, um jetzt zu den Märkten nochmal zu kommen. Der ist relativ genau an diese Aufwärtstrendlinie gelaufen, die zuvor gebrochen wurde. Also zunächst eine sehr deutliche Erholung. Wir sehen aber Bullish and Bearish Signals im S&P 500. Sehr, sehr hoch bullisch. Das ist meistens oder passiert meistens an Wendepunkten, wo wir dann zumindest mal eine Korrektur sehen, zumindest mal ein Ausschnaufen sehen. Heißt nicht, dass die Märkte nicht noch weiter steigen können, aber die Luft wird jetzt immer dünner. Das ist sozusagen aus meiner Sicht dann kein, auf jetzigen Niveau, kein interessantes Spiel, hier nochmal long zu gehen, weil eben das Potenzial auf der Unterseite ziemlich immens ist. Die Parameter sind stark überkauft. Wir sehen hier etwa mal den VIX, der so ein Pattern ausbildet, das mich bullisch dünkt. Hier unten im Chart oben sehen wir diesen steilen Anstieg des S&P 500, der jetzt eben in diesem Bereich 4170, 4180 auf eine Widerstandszone trifft, bei der wir zuletzt gescheitert sind. Dann gab es einen ziemlich harten Abverkauf und dann eine Konsolidierung. Dann jetzt diese Rallye, wenn wir uns hier den VIX nochmal anschauen, der hat jetzt 8 Wochen in Folge, 8 Wochen negative Wochenkerzen gebildet. Die letzte allerdings sieht nicht mehr so negativ aus und wir sind jetzt auf einer Trendlinie angekommen, während wir auf wöchentlicher Basis beim S&P 500 eben oben angestoßen sind an diese Abwärtstrendlinie. Und wenn wir uns mal anschauen, dass natürlich diese Rallye jetzt getrieben ist, einerseits durch dieses negative Sentiment, das sich jetzt langsam auflöst. Hier sagt etwa Goldman Sachs, das ist die meistgehasste Rallye, die das Potenzial hat, weiterzugehen. Und man würde an der Reaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten doch sehen, dass wir vielleicht da noch viel mehr Potenzial nach oben haben. Wie gesagt, die Märkte waren ja sehr erschreckt durch diese deutlich besseren Arbeitsmarktdaten, haben sich dann aber wieder einigermaßen erholen können. Also es gibt durchaus Unterinvestitionen nach wie vor bei vielen professionellen Anlegern, die dieser Rallye nicht trauen. Irgendwann müssen die vielleicht dann auch rein, wenn die Kurse weiter steigen. Aber die hoffen wahrscheinlich, dass die Kurse nochmal runterkommen, damit sie dann deutlich günstiger einsteigen können. Es war natürlich auch vor allem ein Short-Squeeze, der hier stattgefunden hat. Hier sehen wir mal die Most Shorted Stocks, also die meisten geschorteten Aktien. Die sind jetzt um 31% gestiegen, wenn wir mal ein Equal Weighted Basket auf 50 dieser meistgeschorteten Aktien nehmen, also gleichgewichtet, alle 50 dieser meistgeschorteten Aktien gleichgewichtet, dann hätte man einen Anstieg von 31%, und das ist das, was gerade Hedgefonds offenkundig getroffen hat, dass eben die Märkte hier entgegen ihrer Erwartungen deutlich gestiegen sind, vor allem die geschorteten Aktien deutlich gestiegen sind. Das zwang zu Eindeckungen, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass
Am Tief im Juni haben viele Corporate Insider, also praktisch Leute, die direkt in maßgeblichen Positionen der Unternehmen sind, haben gekauft. Jetzt sind sie dabei zu verkaufen. Das hat sich also durchaus geändert und wir sehen, dass vor allem Privatinvestoren hier deutlich zugelangt haben, vor allem Ende Juli. Da hat man eben solche Werte wie Meta, wie Amazon, wie Apple, wie Netflix, wie Alphabet, wie Tesla und Microsoft gekauft. Also da ist wieder der Optimismus sehr, sehr groß. Das ist jetzt das höchste Level seit 2014. Also es sind die Privatinvestoren, die sich massiv investiert haben. Es sind nach meiner Auffassung daher die schwachen oder schwächeren Hände, die sich investiert haben, auch das mahnte zur Vorsicht. Hier sehen wir mal den Chart des Nasdaq Composite und unten sehen Sie den RSI bei 82,0. Alles über 70 gilt als überkauft. Also das ist natürlich ein Niveau, wo ich jetzt persönlich nicht mehr auf der Longseite reingehen würde, weil einfach schlicht das Chance-Risiko-Verhältnis schlichtweg zu ungünstig ist, zumal wir eben nach wie vor ja diese Situation haben, mit dem Ukraine-Krieg, nach wie vor diese Taiwan-Spannungen. Das chinesische Militär hat jetzt gesagt, wir werden diese Militärübungen verlängern. Es ist ein bisschen seltsam, was da vor sich gegangen ist. Dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich die Triebkräfte für die Inflation zunächst mal, wie Jesse Felder zeigt, hier bestehen bleiben. Denn was war denn eigentlich das Spiel? Das war ein konsumierender Westen und ein produzierender Osten. Und das war sozusagen das Gelingen der Globalisierung, war dieses Verhältnis zwischen dem Konsum im Westen und der Produktion im Osten. Und dieses Verhältnis ist eben jetzt durch diese Blockbildung, die wir sehen, Russland, China, Iran auf der einen Seite und der Westen auf der anderen Seite, in Frage gestellt. Deswegen bleibt da eben eine gewisse Unsicherheit. Jedenfalls möchte ich Sie auf einen Artikel aufmerksam machen, der Ende letzter Woche erschienen ist, von einem absoluten China-Kenner, der sagt, Pelosi in Taiwan stampfe auf das Gras, um die Schlange zu erschrecken. Das ist eine chinesische Kriegsweisheit. Und genau das hat Nancy Pelosi gemacht. Hier wird die innere Schwäche auch von Xi Jinping gezeigt oder die Probleme, die vor allem China derzeit hat, warum man sich schlichtweg nicht mehr als dieses, naja, laute Getöse leisten kann derzeit seitens der Chinesen. Hochinteressanter, hochqualitativer Artikel, den ich hier als erste Empfehlung geben möchte. Und die zweite Empfehlung ist mal so ein Surrounding hier, ein großer Rundumschlag über die Lage jetzt an den Märkten, S&P 500 im Strudel von Inflation, Rezession und künftiger Zinswende. Das die zweite Empfehlung. Wie gesagt, heute das erste Video von mir. Ab jetzt geht es natürlich wieder normal weiter. Das Markenflüster heute ein Ticken früher als gewöhnlich, aber nicht so viel. Jedenfalls freue ich mich wieder bei Ihnen zu sein. Danke für die wunderbaren Zuseher, die ich offenkundig hier habe, und empfehle nochmal diese beiden Artikel. Wir sehen uns heute Abend. Ich sage Servus und Ciao.